krank. Und wie fühlst du dich? Also ich fühle mich wunderbar und ich habe eben schon mal durch den Vorhang geguckt. Unsere Gäste sind auch, glaube ich, alle super drauf. Ich denke, wir können gleich anfangen. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in Riedberg. Viele Unternehmer haben sich bereit erklärt und gesagt, okay, wir lassen uns mal so ein bisschen in die Karten schauen, wie wir mit einzelnen Themen umgehen, damit sie daraus lernen, damit sie das auch für sich anwenden können. Aber letztendlich wollen sie gar nicht die Bohrmaschine, meine Damen und Herren, denn sie wollen ja das Loch in der Wand. Das heißt also, die Bohrmaschine ist nur Mittel zum Zweck. Es dient nur zum Nutzen, dieses Loch zu machen, damit sie dann dieses wunderschöne Bild, ich kann mich da gar nicht satt dran sehen, ist das nicht schön? Ach, guck dir das an. Habe ich auch zu Hause hängen, können Sie mir glauben. Und in dem Augenblick, wo es soweit ist, dass Sie über diesen guten Service sprechen, kommt es ja zu einer Weiterempfehlung. Und das ist ja wirklich der beste Punkt der Werbung. Und wie man Weiterempfehlungen ein bisschen forcieren kann, für sich nutzbar machen kann, das erzählt Ihnen jetzt Mike Kleine-Hellefort. Herzlich willkommen! Wenn ich bei den beiden dann entsprechend bestelle und kaufe, dann habe ich noch zusätzlich den Nutzen. Und das, denke ich, ist ein Thema, da sollte jeder drüber nachdenken. Toll, dass Sie da waren, toll, dass Sie den Film mitgebracht haben. Vielen Dank, Herr Schnickdiller, Herr Bermann. Dankeschön. Herr Janssen, Dankeschön. Ich denke, wir haben eine Menge über Qualität gelernt. Wir haben es ja selber gerade gemerkt. Danke. Ihr Applaus. Danke für Ihre Zeit. Das heißt also, Sie beide bauen Häuser, Traumhäuser aus Holz, verschiedenste Art und Weise. Wir haben jetzt hier das Hundehaus. Ich glaube, das ist sogar zum Verkauf, da sprechen wir gleich noch drüber. Das Ganze gibt es als Vogelhaus, das Ganze gibt es als Gartenhaus. Ganz tolles Projekt, gucken Sie sich draußen das Haus an. Ich hoffe, es schneit gleich nicht, obwohl im Schnee eben, es sah fantastisch aus. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist im Prinzip etwas, was man in einem Saal gar nicht machen darf, das passiert jetzt. Wir brennen hier ein Feuerwerk ab, ein Feuerwerk der Rhetorik. Und dazu haben wir ihn eingeladen. Ich wünsche Ihnen viel Information, viel Unterhaltung, viel Spaß und herzlich willkommen, Dr. Rolf Rohleder. Danke.